Manchmal sind selbst mir die stark gehopften IPAs zu viel. Dann ziehe ich mich zurück auf ein ehrlich bayerisches Bier. Das kommt heute vom herzöglich bayerischen Brauhaus Tegernsee. Max der Erste, Josef, das Exportbier. Was sich dahinter verbirgt, das reden wir alles, wenn ihr dranbleibt. Ja, hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Verkostung hier auf dem Kanal. Wenn ihr grundsätzlich an Verkostungen von deutschem, österreichischem, internationalem Bier interessiert seid, dann seid ihr hier genau richtig. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann wäre das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, hier unten mal schnell zu klicken und ein Abo zu lösen. Ich bedanke mich für euren Support und begrüße euch heute mit einem Bier vom Tegernsee, das ich mir schon eingeschenkt habe. Es kommt vom herzöglich-bayerischen Brauhaus zum Tegernsee und ist das Max der Erste Josef Exportbier, das gebraut wurde oder erdacht wurde zum 200 Jahre Gründung des Königreichs Bayern, denn Max der Erste war tatsächlich ja auch der erste bayerische König. Ihr seht, ich habe mich auf der geschichtlichen Seite ein bisschen fortgebildet und gelobe da an der Stelle auch Besserung. Erster König Bayerns hat gelebt von 1756 bis 1825, wurde 69 Jahre alt und ich bin sehr dankbar, dass er nicht sein oder dass man nicht seinen vollen Namen hier hingeschrieben hat, denn das wäre Maximilian der Erste, Maria Michael, Johann Baptist, Franz de Paula, Josef Kaspar, Ignatius Nepomuk. Habe ich abgelesen, keine Frage, aber der Mann hat ganz schön viele Vornamen gehabt und hat wahrscheinlich immerhin gehört, wenn seine Frau ihn laut gerufen hat. Hat 5,2 Volumenprozent Alkohol, ist ein Exportbier, ein Bierstil, der in Bayern ja durchaus verbreitet ist, aber jetzt nicht zu den Top 2 Bierstilen zählt. Aber ich finde es immer schön, wenn man mal so ein bisschen was Stärkeres einbraut und das hat man hier offensichtlich gemacht. Das Ganze natürlich mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfen rein nach dem Reinheitsgebot gebraut. Und ich habe mir das schon eingeschenkt, weil nämlich mich mein Ton ein bisschen im Stich gelassen hat. Und ich das jetzt nochmal drehen darf, das Video. Aber wir haben eine hier herrliche, schöne, goldene, glanzfeine Farbe, schöne Kohlensäure drin, einen, ja, jetzt nicht mehr ganz so intensiven Schaum, aber ich kann das nochmal hochholen. Das war nämlich ein herrlicher, kräftiger und vor allen Dingen auch schön stabil und am Glas haftender Schaum, leichte Kohlensäure innen drin. Aber diese Glanzfeinheit und diese schöne, tiefe, goldene Farbe ist wirklich herrlich bei diesem Bier. In der Nase. Ja, man merkt, das ist schon ein bisschen malzig, getreidig dominiert. Grasige Hopfen noch mit drin. Und ich habe richtig Lust auf den ersten Schluck. Seid zum Wohl. Cheers. Das ist nicht mein erster Schluck, aber für euch hier der erste Schluck jetzt. Aber es startet richtig schön malzig, getreidig. Und das ist so ein Bier, das zeigt auch so ein bisschen die Bandbreite, die das Malz in einem Bier haben kann. Zumindest das normale Gerstenmalz, malzig, getreidig, brotig, ein bisschen Biskuit mit drin. Damit kommt auch eine schöne Süße rein und die ist ja bei dem Bier durchaus vorhanden und es macht richtig Spaß, auch das zu genießen, weil es nicht so kräftig süßlich ist, sondern eben einfach so sehr filigran diese Süße um den schönen Hopfen herumgespannt ist und es hat eine schöne, milde, bittere, grasige Hopfen gesellt sich zu einer sehr angenehmen Würze und gerade auch der Hopfen wird sich ja auch von der Malzsüße ein bisschen wegbalanciert und damit ist das eine tolle Balance in diesem Bier und macht das Bier irrsinnig gut trinkbar. Leichte Honigsüße auch mit dabei und das ist so ein Bier, da kann man sich vorstellen, da geht man in den Biergarten und sagt, so, Frau Wirtin, 6 Bier hätte ich jetzt gern nacheinander. Und die trinke ich alle weg, weil dieses Bier hat einen unwahrscheinlich niedrigen Trinkwiderstand. Das läuft einfach sofort die Kehle runter und macht einfach Lust auf den nächsten Schluck. Und das sage ich als jemand, der eigentlich sonst so die starke hopfenden IPAs mag. Aber das ist genau dieser Grund, warum ich auch einfach gerne in bayerische Biergärten gehe und lasse mir da einfach die lokale Spezialität geben und servieren. Und bin immer sehr überrascht, wie klein die Gläser sind, auch wenn es Maßkrüge sind, weil das läuft einfach wie die Hölle. Und hat einen schönen mittleren Körper. Kohlensäure ist schön sanft, zurückhaltend, angenehm. Auch das natürlich einfach ein
toller Grund, warum das Bier einfach so super trinkbar ist. Es ist keine so aufblasende Kohlensäure, sondern richtig schön fein, samtig, von der Textur her auch, läuft in den Hals perfekt. Und was bei dem Bier spannend ist, hinten im Nachtrunk, da kriegt dann der Hopfen seine Bühne. Da ziehen sich so die malzig-getreidigen Noten ein bisschen zurück. Der Hopfen macht ein bisschen mehr auf, es kommt ein bisschen mehr grasige, bittere raus. Die Würze, die bleibt auch und das Bier kriegt nochmal so einen leichten Twist Richtung Würzigkeit, Hopfigkeit hinten raus, ohne dass es jetzt übertrieben viel bitterer werden würde. Aber es ist einfach das ganze Spektrum abgedeckt und das ist natürlich wahrlich königlich. Max der Erste, Josef Exportbier aus dem herzöglich bayerischen Brauhaus Tegernsee, weil ich glaube, der Max war erstmal Herzog, bevor er dann König geworden ist. Oder korrigiert mich, es gibt sicher Leute, die das besser wissen. Von Probiert TV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für den Max, den ersten Josef Exportbier zum Jubiläum des 200. Gründungstages des Königreichs Bayern. Ja, das haben wir hinter uns gebracht. König Max, wie er, glaube ich, gerne genannt wird. Und ich bin mir sicher, es sollte mal einer ein Bier brauen, das König Max heißt. Wenn die Bevölkerung, die Landbevölkerung ihn König Max genannt hat, dann sollte es doch ein Bier geben, das König Max heißt. Vielleicht gibt es auch schon. Dann sagt mir Bescheid. Bei YouTube, Facebook, Blog, Instagram habt ihr die Gelegenheit dazu, auch eure anderen bayerischen Bierempfehlungen bei mir loszuwerden. Ich habe mich gerade ein bisschen damit eingedeckt und werde euch in den nächsten Tagen damit auch verwöhnen und natürlich mich auf alle Fälle. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, servus, Prost und Ahoi. Cheers.